Dr. Crawler! Dr. Crawler! Dunkle Grüße, hallo, Dr. Crawler, hey, wie geht's dir so? Krass, du bist da! Hey, können wir Diablo zocken? Wir sind fast Level 100. Ich glaube, Samira, welchen Level hast du eigentlich bei Diablo jetzt? Das ist weiter, dass ich gespielt heute noch. Bist du schon 100 oder bist du noch kurz davor? Na, wir müssen die Tage auf jeden Fall ein bisschen die Überbosse farmen. Ich will noch einen Unique für meinen Zauberer. Das heißt für mich Duriel farmen hauptsächlich. Ich glaube, das Einzige, das fallen lassen kann, gezielt. Das heißt wiederum, die davor farmen. Da kannst du gerne mitmachen. Ich meine ja nur, so rein theoretisch. Ansonsten, wie geht's? Hoffe gut. Oh, ich freue mich so, dass Dr. Crawler hier ist. War lange nicht da. Tachchen, mir ist gefühlt 9 Wochen krank. Ach, WTF. Was? 9 Wochen krank? Was hast du denn gehabt? Wenn man das fragen darf. 9 Wochen? Aber wenn du meinst, es geht langsam besser, dann ist ja zumindest etwas. Klingt ja echt fies. Aber es erklärt so einiges auf jeden Fall. Das will ich so jetzt nicht gesehen haben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so super schlimm und keine Ahnung, wie gesagt, dass es dann bald wieder in Ordnung ist und so und bla. Klingt ja hart. Ich meine, ich habe aktuell noch Corona in meiner ersten Woche. Aber so schlimm ist es nicht. Grippe, kurz wieder gesund und dann wieder Grippe und dann wieder fit und diese Kinderbazillen. Okay. Also nichts Zusammenhängendes, was, wenn irgendwas hättest, was 9 Wochen dauert, dann wäre es ja bestimmt was Schlimmeres. Aber dann, es war auch nicht schön, aber zumindest waren es dann Kleinigkeiten. Es erleichtert ein wenig zu hören, ehrlich gesagt. Das klingt doof, aber ist so. Aber ja, Grippe ist auch nicht gerade geil. Ja, selber schuld wegen Kinder, wa? Aber egal, so oder so. Schön, wenn es dir halbwegs geht dann einigermaßen. Das klingt auf jeden Fall einer sehr stressigen und ekligen Zeit. So für dich, also wahrscheinlich für die ganze Familie. Ich meine, wenn Familienpapa ausfällt für ein paar Wochen sozusagen, ist es ja auch nicht ohne, ne? Alter Vater. Aber dann weiterhin viel Kraft, dass es läuft bei euch. Nö, nicht zusammenhängend ist, aber es geht langsam ordentlich in die Lunge. Ja, das glaube ich. Grippe ist ja, ne? Klar. Mach nicht so einen Quatsch, Junge. Erhol dich mal, sei fleißig und mach nichts. Außer Diablo zocken vielleicht. Mann, klingt echt nicht schön. Gelbe Fässer. Gelbe Fässer. Gelbe Fässer. Ja, hier scheinen ja welche zu sein. Also, tut mir leid. Weitergehen. Okay, Mythra. Ich bin mir sicher, es waren welche da, als wir vorhin durchgekommen sind. Ja, ich meine auch da, etwas gesehen zu haben. Poppy hat Erinnerung geprüft. Erinnerung von Poppy besagt, gelbe Fässer waren definitiv hier. Voll gut. Das heißt, irgendwer hat sie abgeholt. Verdammt. Das ist die einzig logische Folgerung, ja. Das heißt, wir haben die einzige Spur, die wir hatten, verloren. Ach, dammit. Fässer wollen verstecken. Aber Tora, stur wie dickes Armer, gibt nicht auf. Gibt Trödelladen in Albagava nicht. Kava nicht. Tora geht doch noch Infos fragen. Oh, schon 2. gute Idee vom Master von. Seltene Freude. Maschinenmenschen, super toll. Stimmt, im Trödelladen könnte was sein. Da nichts wirren. So, aber jetzt schnell Reise oder was? Und wieder nach oben. Zack. Ab dafür. Und Musik wieder ein bisschen gediegener. Bisschen Imperiumsartiger. Ah, ich bin so weit oben, Mist. Wow! Autsch. Hallo! Ist es? Ist es denn wahr? Kann ich was fragen, ist es? Was für ein Name, ey. Tut mir leid, ich pflege mich nicht nur mit Zahlen Kunden zu unterhalten. Wenn ihr was kauft, dann könnt das mein Mundwerk lockern. Okay. Also, was darf ich euch aufzwängen? Schön, dass ihr das so sagt. Verzeihung, ich trinke mal ganz kurz was. Ihr dürft gerne mittrinken. Gegen die Grippe und so weiter. Einmal gammeln, dann nur kurz Sis. Alles klar, weg, Adolf. Ach, aber neues Wasser. Schmeckt schon nicht mehr gut. Schmeckt nie gut, aber naja. Ihr wisst schon. So, jetzt dürft ihr. Was wollt ihr wissen? Ob in letzter Zeit bestimmte Waren in großen Mengen durchgehandelt wurden? Was denn für Waren? Ah, Liste ist lang. Tora, aber gut mal aufzählen. Bitte sag, wenn was bekannt vorkommt.
Oh, das schon wieder. Ja, genau. Ja, genau das. Tetrakreis. Schlangengelenk. Aschestein. Halt, Moment. Dazu weiß ich überhaupt nichts. Was? Ich weiß was. Nunu, jetzt schon vorbei? Schade. Meister Paul sieht enttäuscht aus. Ha, Schwein gehabt. Bitte sprich weiter. Was ist dazu eingefallen? Ja, da war dieser Kerl, der erzählte, dass ihm jemand regelmäßig Aschesteine abkauft. Und wir reden über große Mengen. Der Kerl damit angegeben, wie stinkreicher Wald sein würde. Aschestein ist wichtiges Mineral, Mineral für Sicherung von Ätherofen. Tja, könnte ja sein, oder? Wo ist er denn? Nanu, wie seltsam, ich hab's voll vergessen. Ah, warte. Von jetzt auf gleich, ist es weg. Nee, tut mir leid. Ich habe das Gefühl, mein Gedächtnis könnte sich vielleicht erholen, wenn... naja, ihr noch was kauft. Kleiner, mieser Halsabschneider. Typisch, Klischee. Aber ich habe das Geld, ja, ne? Hier, das teure sogar. Jetzt reicht's aber. Vielen Dank. Ah, so ein Zufall. Da ist mir gleich was eingefallen. Wie soll man nach einem alten Knacker namens Timmel suchen? Klingt wie Pimmel, aber mit T. Er transportiert Aschesteine und ganze und andere Materialien aus Moradain. Im Augenblick findet ihr vermutlich bei der Geothermie, beim Geothermie-Turbinenturm. Was für ein Wort. Geothermie-Turbinenturm. Ganz schnell nacheinander. Geothermie-Turbinenturm. Geothermie-Turbinenturm. Alter. Auf der anderen Seite der Midol-Brücke. Viel Glück bei der Suche. Und seid ein bisschen vorsichtig bei der Brücke gegen. Die ist gefährlich. Okay. Ja. Timo, den Turm. Was für ein Name, Alter. Warte, wohin? Da lang. Moment, das ist nicht da der Weg zum Schloss? Irgendwie schon, ne? Na, Aschala. Könnte gerade aus Diablo kommen, die Frau. Mit dem Namen. Ach nee, guck mal, Achtari ist ins freie Offene. Oh, Feld. Krass. Ich war da noch gar nicht bisher. Unglaublich. Da fehlt ihm wie ein Körper? Ach doch nicht. Das ist diese unproportionale Troller, ne? Zur Seite gedreht, ganz gruselig. Ganz gruselig. Lass mich. Böse Kampfschildkröte, die sieht echt fies aus. Dr. Turner spielt Phasmophobia. Was? Diablo! Diablo! Afuma. Oh, da lang. Hab so das dumme Gefühl, ich komme heute nicht mehr zur nächsten wichtigen Story-Sache. Ich weiß auch nicht, irgendwie kommt mir das so vor, einfach. Diablo nächsten Tag, okay. Also wenn du Hilfe brauchst, du mir bei Diablo zocken, grinden, ziehen lassen, sag Bescheid, ne? Da ich morgen wahrscheinlich auch zum Arzt gehen werde, hilft einfach nichts. Haben Samira und ich, also Samira wahrscheinlich auch, jedenfalls Kapazitäten da was zu machen. Auch außerhalb des Streams gegebenenfalls, ruf nicht. Sag nur Bescheid, aber du weißt, wo du uns findest, nicht wahr? Au. Zumal ja auch, dass die Event losgeht in 2 Wochen. Ist wichtig, es soll sehr gut sein. Hallo. Geht doch. Boah, leben die lange, die Dinger. Vor allem, eigentlich hat man einen Punkt der Story irgendwann, wo man frei zwischen Mythra und Pyra wechseln kann. Ich bin ja gerade bei Mythra gefangen quasi. Wäre schon geiler, wenn ich nicht freie Wahl hätte zum Grinden mittendrin bis nächsten Sonntag. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel zum Grinden kommen werde, weil ich ja Dragon Quest Monster spiele. Und auch ein bisschen Diablo aber nachholen muss. Trotzdem möchte ich gerne dann auch für das Spiel, wenn ich das machen kann natürlich. Weil es kann eigentlich wieder weit weg sein. Die Entwicklung der Story sich so entsprechend meine Blades einteilen kann. Eigentlich. Piu, 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 piu. Boah, Tacken überall hier. Hörti, hörti, komm. Sandstorm. Oh yeah. Das war Nummer 1. Es muss noch einer vor uns. Meine Güte. Häng fest. So, einmal Erde, dann einmal Wind, ja? Kriegen wir hin, denke ich.
Oder nochmal Wasser und, Autsch. Oder auch nicht. Na, so nützt ihm das nichts. Ja. Hat er wieder verkackt. Nimm das. Zack. Pow. Na, was soll's werden? Ah, ich mach Wasser. Ich will Dreier Dunkelpapa gesehen. Habe nicht allzu oft. Oh nein, ouch, aua, aua, aua. So wird aber nichts. Nimm das. Nimm das. Nein, verdammt. Ah, wechsel. Ach, Schwein gehabt. Ich hatte gerade schon speziell aktiviert, aber ich war noch beim falschen Blade gewesen. Sie hat Hypnos gegangen, natürlich. Das will keiner. Komm, Tilos. Yeah. Spüre die Dunkelheit. Pow. Ist das Tor, ich glaube, ja. Nee. Warte. Ah. Ich hätte ja vielleicht noch auf Angriffshütte gehen können für den XP-Bonus. Egal. Das war nichts. Du da! Du Timmel, du! Ja, wollt ihr was von mir? Tara hat Frage zum Aschestein. Ja, sieh eine an, es geht um Aschesteine, lass mich raten. Ise hat geplaudert, stimmt's? Ja, ist so. Die Wasserfall. Na, diese verräterische Ratte. Na, was soll's denn? Ist ja nicht so, als würde man irgendwas Illegales machen, also frag mich halt. Was wollt ihr wissen? Na, hast du irgendjemand große Mengen davon verkauft? Ja, große Mengen würde ich nicht sagen, aber ja, es gibt einem nämlich regelmäßig Fässer verkaufe. Ja, grübel. Wenn ominöser Käufer Steine für Ätherofensicherung bräuchte, dann wäre kein einziges Fass nötig. Okay. Kannst du vielleicht sagen, an welcher Adresse das Ganze ging? Ja, ich stelle sie immer in der Nähe des alten Industriegebiets ab. Wieso? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nur, da Fässer und fertig aus. Also wenn das nicht nach kriminellen Nachrichten riecht, dann weiß ich auch nicht. Ach, meinst du? Ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwas Illegales angestellt wird. Wie auch immer der Käufer ist, er zahlt pünktlich und außerdem auch den normalen Preis. Verdächtig ist ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Und wer damit eh irgendwas außer der Stadt machen will, dann... Naja, macht es Sinn, das dahin zu liefern, nicht wahr? Ich finde es nur ziemlich normal, dass man sich nicht trifft. Wäre doch für beide lästig, jedes Mal pünktlich verabreden zu müssen. Das geht so nicht. Ja, okay, aber trotzdem. Wann ist die nächste Lieferung, ne? In 10 Tagen. Echt jetzt? So lange müssen wir warten? Oh. Wir könnten einen verlängerten Urlaub machen, würde ich sagen. Mit ganz vielen heißen Quellen. Wir trinken was, Brummi. Jawohl. Für den Rachen. Ein bisschen befeuchten. Look. Njam. Mit Verlaub. Ich könnte mir eine produktivere Investition oder Zeit vorstellen. Ja, meine letzte Lieferung ist noch nicht lange her. Vielleicht steht sie noch darum. Beeilt euch mal ein bisschen. Wer weiß. Ja, sag es doch gleich. Los. Wir sehen nach. Los. Ja. Zack. Keine Zeit. Samira spielt Picross. Hey. Habe ich genau gesehen. Ich spiele hier alle aus. Ich sehe, was Dr. Waller macht. Ey. Ich sehe, was Samira macht. Ich sehe, was ihr alle macht. Ich komme nicht davon, liebe Leute. Au. Ah. Lasst mich. So, wohin? Ach du Kack. Ich war ja noch gar nicht unterwegs. Tür spielt Phasophobia. Hat zwar mit den Display nichts zu tun, aber ich sehe auch das. Ja, so ist das. Meine Augen und Ohren überall. Ich bin wie die Noborn Geheimpolizei. Nur nicht ganz so flauschig. Ich bin voll erst rasiert. Ja. Ja, einigermaßen schicker für den Stream aussehen. Wobei bei Diablo war ich voll in bärtiger Montur zu sehen. Eine Woche lang nicht rasiert, weil Corona hat mir die Lust daran irgendwie verdorben gehabt. Und ich muss irgendwo hin oder was soll's. Aber heute habe ich mir so, das geht wieder mal. Das kann man wieder mal wissen machen. Warte, muss ich da oben rauf? Nee, muss ich nicht. Ah, da stehen sie noch. Zwei gelbe Fässer noch, aber immerhin, das ist besser als nichts. Grüne Fässer, das müssen... Ich habe noch gelbe Fässer gesucht. Das müssen sie sein. Ja, und auch gelbe dabei. Sie haben doch keine grünen Fässer gesucht. Ich habe noch plus gelbe oder... egal. Bionkonnektoren und Aschesteine. Ja, das passt. Ja, zwei der Grundmaterialien. Das ist doch Zufall. Ja, genau. Wohin das nächste ist? Hinweise? Poppy sieht Notiz in Nopon-Essig. Alter, dieses Wort.
Ist tatsächlich Nuppenessig. Aber Handschuh ist furchtbar kritzekrakelig. Kann Tora nicht lesen. Hast du gedacht, ich kann mal wieder einen Menschen aus mir machen? Ja, so ähnlich, Gummi, so ähnlich. Ja, ja. Ist wie Anfänger gekritzelt von Jokpon. Ich dachte, Nuppenschrift sieht immer so krakelig aus. Besteht die Option, die irgendwie zu entlesen? Oder? Ja, es wäre leichter, einfach die festen Augen zu behalten, oder? Ich bin doch ein Waldschrat. So schlimm war es auch wieder nicht gewesen in einer Woche. Habst du wirklich so einen krassen Bartwuchs? Also ich sagen kann, nach einer Woche ist ja alles wie Kraut drüben. Das auch nicht, nein. Das mag zunächst leichter klingen als leichter erscheinen, aber doch wissen wir gar nicht, wann die abgeholt werden. Stimmt. Könnte Hüfte lang hier nichts passieren, oder? Wir könnten doch einfach eine Söldnerin beauftragen. Das wäre eine Option. Also ein Söldnerauftrag, dass wir ja die 5 Tage warten lassen. Das bringt's ja auch voll. Wow! World has many amazing places in it! So. I know Nuppon's like the back of my... Ja! Ja! Ich muss nicht Söldner... Ja! Ja! Geil! Schwein gehabt. Danke, liebes komische Wollknoll-Ding. Danke, mein liebes Grind im Vorfeld. Hätte ich jetzt noch warten müssen, das Ganze. Läuft. Tora konzentriert sich wie nie zuvor im ganzen Leben. Kopfi raucht schon. Dafür nachher jetzt aber entschlüsselt. Wie immer. Fracht bringen. Zur Anlage. Bei Brustgegend. Von Titan von Mor Adain. Ich kann es nicht behaupten, dass ich mich viel schlauer als vorher fühle, ehrlich gesagt. Naja, wir haben zumindest ungefähr einen Anhaltspunkt, nicht wahr? Ja, es war Zeit, dass wir Morok Bericht erstatten. Mit ein bisschen Glück können wir jetzt Morok wenigstens ins Team rein. Denn ja, wir kriegen sie ins Team, das kann ich verraten. Dann kann ich zumindest in dem Sinne weiter grinden, das wäre auch schon nicht verkehrt. Nicht vergessen, Tora war Schlüssel zu Erfolg von ganzen Missionen. Bitte bei Recht extra dick unterstreichen. Als Belohnung gibt Tora auch mit kostenlosen Leckerwurstvorrat für die nächsten 3 Jahre zufrieden. Ich gebe dir gleich mal Leckerwurst. Bei 3-jährigem Leckerwurstvorrat muss Meister von den Rest seiner Tage nie wieder arbeiten. Den Rest seiner Tage? Mir war's, ging es hier um 3 Jahre. Ja, Leute, jetzt zum richtigen Thema zurück, ne? Also einmal beim Verlass vorbeischauen, richtig? Müsste ja funktionieren. Ja, machen wir. Und los. Gelbe und grüne Fässer. Wichtige Informationen. Oh, Fässer alle weg. Die wurden abgeholt. Und unser... Das Ding ist, alternativ hätten wir jetzt den Söldnerauftrag gemacht, das heißt, wäre dann passiv gelaufen. Und die wären auch abgeholt worden, die Fässer, das hätten dann die Söldner rausgekriegt. Das heißt, da wir es jetzt anders gemacht haben, ist das quasi auch getriggert worden. Und die Fässer sind jetzt weg. Irgendwie ein bisschen sinnfrei, so für den Spieler zu erleben, aber so, glaube ich, ist es zu erklären. So, egal. Ab zum Schloss. Annie, hier? Warte, da unten, ne? Da oben raus ist so, wie wir sind. Und da unten ist zum Schloss gewesen, bin ich der Meinung. Finden wir es doch einfach raus. We're here. Let's get going. Ja doch, ich hatte recht. Okay, cool. Da geht's lang. Warte kurz, ganz, ganz kurz, orientierungslos. Aber auch nur ein bisschen. Mühchen, vielleichtchen. Bin gekommen, das Schloss zu raiden. Sieht gefährlich aus hier. And arrived. This is where we were going. Hallo, kann ich euch irgendwie weiterhelfen? Also, die Sache ist diese. Oh, verstehe. Nun, wir haben bereits Meldung von Sonderkommissarin Morak erhalten. Oh, haha. Gehe ich recht in Annahme, dass ihr etwas über die künstliche Klinge in Erfahrung bringen konntet, ha? Ja. Dann sollte die Kommissarin schnellstmöglich davon erfahren. Wartet hier. Okay. We wait. Boop. I see. There was indeed once a factory there. However, it was abandoned some 30 years ago. So, you think we've got him? We can't be certain unless we investigate. Shall we go? You. We won't do anything reckless. If it seems dangerous, we'll turn back. Sicher. How does that sound? Klar. Klingt voll gar nicht nach uns. To tell the truth, it would be difficult for me to dispatch the military so quickly. Would you? Sure thing.
Now, let me share what information komm I have bitte found. Mit, Morak, komm mit. There are rumors about town that an esteemed Nopon merchant is involved in this affair. An esteemed Nopon merchant? Schon der zweite Hinweis darauf. Chairman Banner? Well, we are currently searching the transaction records. If we find anything, we'll inform you. Pretty busy, eh? I don't deny it. I will head to the location myself as soon as I am able to mobilize some troops. All right then. Och Mann, die sollen mit uns mitkommen, verdammt doch mal. Ich will sie leveln, grinden und keine Ahnung was. Und ich könnte Toro zumindest kurzzeitig mal rauskarren aus dem Team. Nicht, weil ich Toro loswerden will, aber dann hätte ich zumindest einen Driver mit drei möglichen Driver, nicht nur mit einem einzigen Blade. Das wäre schon ganz angenehm. Mist. Also auch das immer noch nicht der Fall. Wahnsinn, wie lange das dauert, wenn man den vierten Gatter für die Party bekommst. Das in Teil 1, glaube ich, war man da ein bisschen schneller gewesen. Ich spiele ja auch schon diverse Stunden das Spiel jetzt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele genau, aber einige. Auf jeden Fall einige. Ach, kacke, wieder keine Wegpunkte. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Mir gibt's ja keine Wegpunkte. Oh, 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 oh. We're here. Let's get going. Kollege ist da durchgelatscht vielleicht? Ich meine, jetzt ist es ja... Ich bin ja mit der offiziellen Mission vertraut worden. Komme ich da jetzt vielleicht durch? Piedete? Was ist mit dir los? Ausrufezeichen. Oh, ah ja, das war... Ach, meine Anfangsquest, siehste? Ja, habe ich ja längst gelöst. Alles gekillt. Sehr schön. Läuft, 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 läuft. Timmel, du alter... Na? Lange nicht gesehen. Komm, lass mich rein. Seid so gut, bitte. Oh. Sie lassen mich nicht rein. Hässliche Bastarde. Ist doch frech. Ist doch frech, ist das doch. Muss ich echt den... Wie komme ich denn sonst dahin? Ist ja gar nicht da, wo ich gerade dachte, dass es wäre. Aber ich erinnere mich auch beim ersten Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, dass ich hier Probleme hatte an der Stelle, weil ich nicht wusste, wo ich genau hin muss. Ich komme da nicht rübergesprungen, viel zu weit weg. Ich komme von oben nicht. Oder vielleicht doch. Moment, ich denke, ich komme von da oben aus daran. Das sieht ganz klar danach aus. Ich muss also diesen Weg da nehmen, um das Tor zu überbrücken, aus irgendwelchen Gründen. Statt, dass die mir jetzt einfach aufmachen. Ich arbeite für euch. Also für euch nicht, ja, für eure Chefin, Leute. Geht dumm. Aber ja, ich glaube, ich muss mich dann tatsächlich von da oben den Dächern aus runterbegeben. Das wäre natürlich ganz cool zu wissen, wie ich es am besten mache. Das müsste ja eigentlich mehr oder weniger hier drunter sein, richtig? Ich guck mal, ich teleportiere mich mal ganz kurz. And will you? Let us go. Go. Könnte sogar genau da sein, wo ich hin muss. Hier geht's ja nach unten im Dingens. Ist ja faszinierend. Ich glaube, ich bin genau da, wo ich hin muss. Geothermie-Prozessor. Ja? Sieht vertraut aus, das Ganze. Ich glaube, ich bin echt richtig hier. Krass. Das musst du jetzt wissen. Das ist echt das große Problem bei Teil 2. Dass du manchmal Probleme mit der Wegfindung hast. Wo du hin musst in den Quests. Das ist nicht leicht immer. Das ist wirklich wahr. Hüpf. Das ist in Teil 1 deutlich leichter. Und auch in Teil 3 ist es wieder leichter, weil da hat man, glaube ich, auch dann einen Wegmarker, der dich den Weg lang führt tatsächlich. Hast du hier halt nicht. So, fährt mich ja doch falsch wieder und ich weiß ja noch nicht genau. Das sah erstmal ganz gut aus, aber. Die Tür geht auf. Komplex geht weiter. Ich meine, ich suche Treppen nach unten. Ich will hier drin gar nicht sein. Ich will nur noch weiter nach unten und raus aus dem Ganzen. Da ist ein Gegner. Und mehr nicht. Das ist ein normaler Gegner vor allem. Wie langweilig. Ah, da vorne scheint es weiter zu gehen. Ah. Und schon sitzt da ein Gegner. Was zum Teufel? Na, da kämpft weiter weiter. Was soll's? Sterb! Tim. Hiya! Sword Bash!
Fall um. In die Luft mit dir. Und auf den Boden schmettern. Ja, geilo. Ich liebe die Kombi, aber die ist so geil. Und ich kann davon einfach mal 3/4 Depth ausführen. Schön an der ganzen Sache. Vulkanattacke. Dachte, das große, riesige Vieh, was per Snowball-Wissen verschafft hat. Voll knuffig. Kein gutes Blade, aber voll knuffig. Achso, ich kann gar nicht hier drin. Ich tue mir gerade Indoor, da ist ja das Fähigkeitsrepertoire von Mithra eingeschränkt. Noch ein Grund, wieso ich ganz gerne wechseln würde, frei wie es geht, aber ist ja gerade nicht. Schwanken, umwerfen, schleudern und schmetter. Schmetter zu Tode. Yeah. Hat er jetzt davon. Plop, plop, plop. Komm out, komm out. Was ich offscreen mal machen könnte, wäre theoretisch die diverse Unique-Bosse zu sammeln, zu suchen im Spiel. Das habe ich noch gar nicht getan, tatsächlich. Ich glaube, das ist einer von der Sorte. Das dazu. Da ist schon einer. Easy. Nicht umgefallen? Was? Hast du einen Unique-Song? Krass. Kein typischer Boss-Gegner-Song, das ist einfach seiner, glaube ich. Zack. Und jetzt aber. Ja. Fall um. Jawohl. Geh in die Luft mit dir. Und auf den Boden. Ja. Dann gehen wir tot. Vielleicht fix sogar. Im Idealfall, das ist Level 33, können einen ziemlich guten Waffensplitter fallen lassen. Dann könnte ich den auch grinden. Für deine Splitter. Offscreen dann. Um mein ganzes Ziel ein bisschen aufzubessern mit dem Schaden. Das wäre schon nett. So der Hauptpunkt, wenn man hier die Bosse überhaupt wiederbeleben kann. Nach dem Besiegen, um aber die Splitter zu grinden. XP gehen die auch? Okay, ja. Klar. Aber es ist halt nicht so das Hauptding dahinter. So. Die Musik ist echt geil gerade wieder. Wenig überraschend, aber erwähnenswert. Das ist dennoch. Zu Rock wechseln. Ich könnte Rock nehmen oder auch? Nee, ich nehme Rock, glaube ich, für das Finale gerade. Ich habe noch nie Finale eingeläutet bisher. Das wird mal Zeit für ihn. Komm schon, ja, auf 4 hoch, auf 4 hoch. Ja! Geilo. 4er-Attacke. Ba, 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 ba. Yeah! Gibt alles. Rock ist so cool. Au. Mein Leben gefällt mir gerade nicht. Auch ein bisschen genau davon. Danke. Aua, aua, aua. Ich brauche Heilung. Danke. Just in time. Wechsel mal Feuer bitte, Nia. Das kann ich weitermachen hier. Sehr schön. Sehr schön. Muss sagen, dann läuft das auch das Ganze hier. Sehr gut. Zack. So, fix den Dreier machen. Und dann. Jetzt. Ich hoffe, ich kill ihn jetzt nicht. Schau mal an ihm absichtlich. Die schwachen Sachen. Ich werde meine Kettenangriffe machen jetzt zum Töten. Ja, gut, das läuft. Na? Präzises Timing bitte. Ab geht's. Und Mithra, gib alles. Oh, der hat gleich 2 Elemente, krass. Ja, weil ich zweimal ihn durchgebürstet habe. Nicht gebürstet, sondern gebürstet. Er hat 2 Elemente Immunität aufgebaut in der Zeit. Eie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 
Ah, verdammt. Noch eine Runde? Ach, schade. Schade, schade, schade. Und? Jawohl, Magnetsplitter. Moment, Magnetsplitter? Oh, das ist aber kein sehr geiler. Ja, wiederbeleben. Aber das ist ja jetzt schwach. Ich habe schon einen Magnetsplitter gehabt, bin ich der Meinung. Das ist jetzt nichts Neues. Offenbar lässt sich jeder was Einzigartiges fallen. Hier. Wobei, das hat er bekommen. Für Mithra läuft das Ding auf jeden Fall noch. Aber nichts, was ich jetzt für die anderen alle grinden muss, wie es aussieht. Wir haben alle schon das gleiche oder besseres für ihre Klasse. Aber ich, willkommen, ich bin zufrieden. Zumindest für Mithra war noch was Cooles obendrauf. Mit mehr Geschick oben. Geil. Läuft doch. Kann man nicht klar. Ich muss sie auch nicht normal grinden, weil XP schön und gut, aber der Kristall, der reicht mir das eine Mal. Das war's, bin durch damit. Läuft. Da bin ich zufrieden. Ich sehe gerade, die Zeit ist eigentlich um, Leute. Boah. Oh, das! Treppe nach unten sehe ich. Treppe nach unten. Ich zumindest wissen, ob ich dann kommen, wo ich hin muss, bevor ich hier vielleicht Pause mache. Lasst mich. Ich kämpfe doch schon nicht gegen euch. Verzieht euch. Vor allem das Ei, ne? So, was ich gar nicht angreifen kann, was ein Ei ist. Habt ihr noch Ewigkeiten in seinem Radius drin oder so. Hopf. Ja, ich glaube, ich bin absolut auf dem richtigen Weg ins Freie da vorne. Boah. Jetzt muss ein dicker Gegner da vorne, wa? Reiner Spinn. Der reine Spinnwahnsinn. Wow. Und noch mehr von der Seite. Ach du Kacke. Den kaffe ich noch ganz kurz. Fight bei ihr bis 42 heute, ich weiß ja nicht genau. War nicht der Plan. Absolut nicht. Ich könnte auch mal runterlaufen und mich verziehen und hoffen, dass es läuft. Aber mach ich jetzt nicht. Angriff. Sword Bash. Immer toll. Los, Mithra. Ah, zacke. So, aber ich mache gleich Pause und Ende, dann reicht es doch für heute. Zack. Dennoch, den Kampf muss ich natürlich zu Ende machen. Hilft ja nichts, ne? Aber nicht, habe ich von meinem Plan, das wusste dann wegen der Zeit, das ist auch kacke. So. So, auf den Boden gehauen. Den Kerl. Autsch. Wieso lebt der so lange? Da ist sein Kumpel auch noch da. Oh Mann, ey. Verdammt, was war... Nein! Ich hab ja gar nicht Mithra gerade ausgerüstet. Scheiße. Und... Reihenfolge verkackt, würde ich sagen. Naja, was soll's. Umgelaufen. Zack. Au. Schleudertrauma. Kleine Chance, wenn man doch vielleicht das Ding... Oh, oh, fuck, was ist nun los? Alle wollen aktiviert hier, das gibt's doch gar nicht. Das könnten mir zu viele Gegner werden gerade. Ach du Scheiße. Ich hab wohl die Eier gestimmt. Aua. Fuck. Was soll ich da machen, Alter? Das ist zu viel für mich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tausendfach Gegner. Scheiße. Eieieiei. Angriff. Angriff der zweite. Angriff der dritte. Oh, ich sehe mich gerade sowas von sterben. Mal meinen Kettenangriff verzählt ist einige, was mich hier aus der Lage rauszuholen, aber ich glaube. Aber die machen gar nicht so viel Schaden, erstaunlicherweise. Komm, was soll's. Ich muss ja was machen hier. Ich hoffe, sie hat. Tilos hat einen Flächenangriff. Aber sieht nicht so aus. Aber Corset könnte man haben. Piu! Ah, sie ist ganz unten. Auch schön. Go, Poppy. Nee. Doch, macht Schaden gegen alle, glaube ich. Ein bisschen zumindest. Hey, Level Up. Oh, auch sehr schön. Da bin ich kaum drin gerade, aber er läuft. Angriff. Ah, oh, so
viele Spinnen, scheiße. Echt, da muss ein Nest sein, hahaha. Alter. Au. Na, fall runter und stirb, das ist super. Das besiegt sie sofort, das ist natürlich auch geil. Oh, aber ich sterbe auch mal sehr schnell, die kleinen Dinger. Das ist okay für mich. Zack. Ich habe den ganzen Kreisangriff alle rausgenommen für die ganzen Stegernangriffe. Ich habe kaum AOE-Sachen vom normalen Schaden her. Ah. Bei Rock hatte ich, glaube ich, auf 2 hat Rock vielleicht eine Attacke. Test. Ja, das war's gewesen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Spreche normal gleich. Aber. Zack. So, warte. Mal die 1 probieren. Sieht auch nach Fläche aus. Alles cool. Na, fake auch noch ein bisschen Gammel zum Ende hin, ja? Das ist schlau, weiß ich nicht. Au. Nein, nein. Au. Das ging nach hinten los gerade. Au, au, au. Er hat mich umgeworfen, scheiße. Aber ich habe einen Reisepunkt, also ich bin jetzt, wenn ich sterbe, da wahrscheinlich wieder aufgetaucht. Oh, das war frech jetzt gerade. Ich komme nicht mehr. Nein! Ich komme nicht mehr zu wiederbeleben. Kacke. Ich habe keinen Heiler mehr dabei. Oh, am Arsch. Lass mich durch, du Spinnenvieh. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Ich sehe es hier gar nicht. Ich war es begraben, na toll. Oh. Ja, wo bist du? Ich komm hier nicht durch. Scheiße. Na, Mist, verdammter. Klappt da. Wo ist die denn? Wie tief ist sie gefallen? Egal, ich hol aber ab. Ah, da unten liegt sie. Ach, ganz unten. Da läuft. Egal. Sind wir jetzt halt hier unten. Hey, ich hab gewonnen. Ah, also ich... Das war auch gemein. Aber ich hab's geschafft. Ich bin da, wo ich hin muss. Glaube ich. Oder? Ja. Ich bin auf der Ebene, wo ich hin muss. Sehr schön. Hinter dem Tor kann ich beim nächsten Mal weitermachen. Und ich habe auch einen Wegpunkt. Ich muss also jetzt... Ich kann das tatsächlich grinden, wenn ich will. Dinge tun. Sehr schön. Liebe Leute, das war's für heute. Bisschen über die Zeit aus, aber nicht über die Maßen. Das läuft. Danke, dass ihr dabei wart heute wieder auf dem Sonntag. Es war ein langer Tag. Oder? 5 Stunden Diablo, 4 Stunden Xenoblade. Ich glaube, wir sind durchgeschwitzt, würde ich sagen. Krass. Ja, ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Wie ich jetzt streamen werde die Woche, die Tage, mal schauen, was der Arzt sagt, wie lange mir noch krank schreibt. Aufs Kommando. Muss ich gucken, wie es läuft. Aber wahrscheinlich wieder recht chaotisch. Oder das heißt wieder. Ich habe es ja die Woche auch geplant und es kam dann doch anders als gedacht, weil... Mist, Husten und so. Nein. Aber trotzdem, Leute, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen angenehmen, gesunden Start in die Woche. Und geh weg. Egal, ich sag schon mal Tschüss. Weil ich will sowieso sterben. Das hilft.